Das ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Fracht geprüft. Vielen Dank. So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Death Stranding. Ich habe mal schon ein paar Aufträge gemacht. Deswegen sehe ich ja auch so ein bisschen schmutzig aus. Ich habe ein paar habe ich durchforscht und habe ein paar Sachen geholt und diesen komischen Drucker, den wir besorgen sollten, und bin jetzt hier wieder zurückgelatscht. Und was ich noch gemacht habe, ich habe die Sachen von den anderen Spielern deaktiviert. Das war am Anfang ganz lustig, aber das hat es wirklich überhand genommen. Hier waren sehr viele Schilder, schon allein hier an dieser Stelle. Das ist jetzt meins, was ich gemacht habe. Bitte nicht urinieren, keiner mag es, auch gut. Und ja, hier waren bestimmt schon allein 10 Schilder gestanden. Also es ist wirklich, es wird voll gespammt und da habe ich keinen Bock drauf. Wir gehen mal zum Terminal. Nein, halte ich das lieber bei. Anzug wird dekontaminiert. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Okay. Liefern. Zack. Zeit, diesen Chiralendrucker zum Laufen zu bringen. Tut mir leid, dass wir dir so viel Mühe machen, aber vertrau mir, es lohnt sich. Ausgezeichnet, die Einheit hat nicht einen Kratzer. Ich wusste, du würdest dich zu uns durchschlagen. Sam. Wie machen sich deine Schuhe? Angesichts der Bedingungen da draußen wahrscheinlich nicht besonders gut. Nichts vermiest einem den Arbeitstag so sehr wie kaputtes Schuhwerk. Wenn du so weitermachst, ist es nur eine Frage der Zeit, bis du dich verletzt. Ich habe Stiefel zu deinen Vorräten hinzufügen lassen. Standardausführung von Bridges. Sollten dir also gut passen. Du solltest immer ein Zweitpaar dabei haben. Falls du es vergisst oder Probleme hast, kannst du an einem Terminal in einer unserer Einrichtungen ein neues herstellen. Okay, neue Interviewdaten erhalten. Nekrose und das altägyptische Verständnis von Leben und Tod. Vor 2 Jahren, Verteilerzentrum westlich von Capital North City. Das chirale Netzwerk 1. Okay. Ein Bote für alle. Verteilerzentrum westlich von Capital North City hat dir die folgenden 9 Hologrammdaten zur Verfügung gestellt. Bridges, Wache, Macho. Mhm. Um diese Daten zu verwenden, brauchst du Zugang zu einer Konstruktion der Stufe 2 oder höher und musst dann Konstruktion anpassen wählen. Ein Teil der Bandbreite dieser Einrichtung wurde Sam zur Verfügung gestellt. Okay. Innerhalb des Gebietes mit chiraler Netzabdeckung können jetzt mehr Konstruktionen eingerichtet werden. Verteilerzentrum westlich von Capital North City. Die Materialmenge, die Sam nutzen kann, wurde erhöht. Okay, sehr gut. Hier hagelt's ja nur so von Trophäen. Was ist denn los hier? Wir sehen uns. Glückwunsch, Sam. Wie ich höre, hast du jetzt Zugang zu einem chiralen Drucker. Dieses äußerst nützliche Gerät funktioniert nur, weil unser Netzwerk sich den Strand auf bestimmte Art zu nutzen macht und uns die sofortige Übertragung riesiger Datenmengen ermöglicht. Da solche Übertragungen normalerweise Stunden, wenn nicht Tage dauern würden, wurde auch spekuliert, dass das Chirale-Netzwerk im Wesentlichen eine Zeitmaschine sein könnte, dass es Daten in die Vergangenheit sendet.
Natürlich müssen wir die grundlegende Natur des Netzwerks und des Strandes, auf die wir uns stützen, noch richtig verstehen. Man könnte unsere Beziehung zu ihm mit der eines Urmenschen zum Feuer vergleichen. Ist es nützlich? Ziemlich. Ist es gefährlich? Zweifelsohne. Aber die Vorteile liegen für uns schwerer als die Risiken. Außerdem erscheint es, da GDs und Strand verbunden sind, logisch, dass weitere Studien und Experimente außerordentlich nützlich sein können. Das könnte man natürlich auch über dich sagen. Ich gebe dir Bescheid, wenn ich etwas herausbekomme. Das verspreche ich. Gute Arbeit. Okay. Zeitreisen also, ja. Interessant. Okay, muss ich jetzt wirklich das ganze Zeug herumschleppen? Ich habe eigentlich gedacht, ich krieg das los. Okay, recyceln. Dann wollen wir mal recyceln. Wie viel? 40 Stück? Kristalle für uns? Diese Kristalle bilden sich nur an Orten mit erhöhtem Chiraliumwerten. Weshalb ich mich frage, ob der Ausbau des Netzwerks etwas damit zu tun hatte. Keine schlechte Ausbeute. Mehr als genug für die Forschung. Wir kümmern uns gut um sie. Behälter Reparaturspray. Okay. Und neue Interviewdaten. Headquarter hat Daten für eine neue Konstruktion mit deinem TCK geladen. Brücke. Rüste deinen TCK aus und wähle sie dann mit Steuerkreuz nach unten aus. Überzählige chirale Kristalle kannst du in jeder Einrichtung abgeben. Sie werden den Beständen vor Ort hinzugefügt. Auf das Material in diesen örtlichen Lagern kannst du beim Herstellen von Ausrüstung zurückgreifen. Man hat dir den Titel fähiger Frachthelfer verliehen. Strebe weiterhin nach größeren Anerkennung. Lieferungsvolumen Klasse 10 erreicht. Du kannst jetzt mehr Fracht tragen. Okay. Ja. Oh, bevor ich es vergesse. Hier, für dich. Mit diesem Behälter-Reparaturspray bessert man Frachtbehälter aus. Hilft bei Zeitregenschäden und so weiter. Echt praktisch, wenn du und deine Fracht was abgekriegt haben. Wir haben es auf deine Vorratsliste gesetzt. Es steht also bereit, wenn du es brauchst. Thank you.
Bis bald. Erhöhte Chiraliumwerte und häufigere Kristallformationen hängen miteinander zusammen. Das könnte durchaus der Ausbau des Netzwerks verursacht haben. Aber keine Sorge, die örtliche Chiraldichte liegt noch im akzeptablen Bereich. Wenn du weitere Kristalle findest, sammle sie. Du wirst gut entlohnt. Wenn du noch mehr chirale Kristalle findest, kannst du sie bei einer unserer Anlagen abgeben. Außerdem kannst du anderes Material und nicht benötigte Gegenstände einlagern. Alles hat seinen Wert. Was wir nicht gebrauchen können, wird für die Forschung und andere Anwendungen in Einzelteile zerlegt. Okay. Also ich würde schon gern ein bisschen was einlagern, weil ich habe so viel Scheiß dabei. Wir haben den Plan für eine Brücke in dein TCK geladen. Zuerst legst du das Fundament. Danach musst du weiteres Material bereitstellen, um den Bau abzuschließen. Vielen Flüssen und Schluchten täte eine solide Brücke sehr gut. Wenn du eine selbstgebaute Brücke überquerst, bist du froh, dass du dir die Mühe gemacht hast. Probier's mal. Und wo ist die Brücke? Im privaten Spind kannst du Fracht und Ähnliches lagern. Ja, ich weiß. Deswegen habe ich es ja auch ausgewählt. So. Bitteschön. Und jetzt? Das war's? Das war meine Auszeichnung? Ach, fuck you. Vielen Dank für deinen Beitrag. Okay, wo müssen wir hin? Ist das Ziel? Briefkasten? Westlich. Na, eigentlich nicht. Ich muss doch hier was machen. Sam, ich habe wieder was für dich.
eine weitere Lieferung und einen weiteren Knoten. Schau am Terminal nach, wenn du Zeit hast. Okay, ich wollte eigentlich noch den anderen Auftrag annehmen. Okay, wir sind jetzt endlich soweit, um aufzubrechen. Nach genau 17 Minuten. Scan wird gestartet. Eine angenehme Reise. Ja, das geht jetzt weg. Okay, Sam. Begib dich zum vorgesehenen Konstruktionsbereich für die Brücke. Das Fundament sollte schon vorhanden sein. Mit deiner Hilfe ist das Ding im Handumdrehen fertig. In der Nähe sollte ein Terminal sein. Dort kannst du zusätzliches Material einreichen. Waffeneinschränkung aufgehoben. Sam, anscheinend bist du beim Bauplatz. In der Nähe sollte ein Terminal sein. Dort kannst du weiteres Material einreichen. Ja, und wie mache ich das jetzt? Konstruktionsmenü. So. Und wie stelle ich das jetzt her? Ach so, Moment mal, muss ich hier ins Menü vielleicht gehen? Ja, natürlich. Hier muss ich hin, oder?
Ja, das ist aber nur der Briefkasten. Hä? Ach, hier oben. Oh Gott. Also wie gesagt, mit der Steuerung komme ich noch nicht so ganz klar hier. Warum ist es rot? Wieso kann ich es jetzt nicht herstellen? Mache ich irgendwas falsch? Was mache ich denn falsch? Muss ich das genau hier anpassen oder was? Na, wahrscheinlich. Okay, Moment. Aber so, jetzt auch nicht grün oder so. Was soll der Shit? Scheiße. So geht es nicht. Dammit. Es tut mir wirklich leid, ich weiß nicht, was ich da machen soll. Wieso kann ich nicht einfach das bestätigen? Ich kapiere das nicht. Habe ich vielleicht nicht genug Material? Aber das kann doch auch nicht sein. Ich check's nicht. Es war ein sehr produktiver Teil, würde ich mal sagen. Ich mache hier einen Cut. Ich muss rausfinden, wie das hier funktioniert. Und dann sehen wir mal hier im nächsten Part, wie es weitergeht mit dem Brückenbau. Also bis dahin, bye bye.